Hi, mein Name ist David. Ich möchte meinen Pickup, den ihr hier im Hintergrund seht, zu einem 4x4 Camper umbauen. Dazu würde ich euch gerne mitnehmen. Anfangen werde ich mit einem Vollauszug für die Ladefläche. Und genau, dann zeige ich euch mal, wie ich da vorgehe. Im Auszug möchte ich euch kurz zeigen, was ich mir überlegt habe. Und zwar habe ich zuerst mein Pickup vermessen, die Ladefläche, und habe dann aufgrund der Maße eben mir ein CAD-Modell erstellt von dem Auszug bzw. von dem Grundgestell und den Schienen. Kurz zur Orientierung: Hier auf der Seite beginnt das Fahrerhaus vom Pickup und hier hinten ist quasi die Klappe für die Ladebordwand. So, was habe ich verwendet zum Bauen? Zum Bauen habe ich verwendet Aluminiumprofile 30x30 bzw. 30x60, das sind diese hier. Dann habe ich das Blaue hier sind Schwerlastauszüge. Die sind 120 cm lang. Das sind Vollauszüge, sprich, ich kann die auch die kompletten 120 cm ausziehen. Befestigt wird das Ganze im Pickup zur Fahrerhausseite über diese Querstrebe hier. Das Rote sind Winkel. Jetzt muss ich kurz mal zoomen. So. Das sind Winkel, die ich an Befestigungspunkten im Ranger verschrauben kann, die schon vorhanden sind. Also da waren vorher Verzurösen befestigt. Da kann ich das einschrauben, dass das Ganze nicht nach vorne rutscht. Habe ich hier so Querstreben eingebaut. Die liegen in zur Aussparung in der Kunststoffwanne drin. Das sichert das Ganze gegen Verrutschen. Und ja, die Querstrebe dient eigentlich hauptsächlich dazu, dass wenn später das Ganze fertig ist und der Auszug komplett ausgefahren ist, dann wird es so einen Kippmoment geben und das soll diese Querstange hier hinten abfangen. Ansonsten wird an dem ganzen Projekt nichts gebohrt, also ich muss nicht in meine Karosserie bohren von dem Ranger. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich zeige euch jetzt mal den Rahmen, den ich euch gerade im CAD gezeigt habe. Dazu habe ich mir hier die Zeichnung ausgedruckt. Alle Bauteile, die ich dafür brauche, habe ich hier aufgelistet und habe die bestellt. Genau auf die Länge schon zugesägt, sodass ich nichts mehr groß machen muss. So sieht der vormontierte Rahmen aus. Ich habe jetzt das Grundgerüst schon mal zusammengebaut. Das sind einmal hier rechts und links die zwei längeren 30 auf 60 Profile. In der Mitte sind die ein bisschen kürzer. Hinten haben wir einmal ein Querprofil 30 auf 30 und vorne eben nochmal. Die Besonderheit an dem vorderen ist, dass das vorne und sieht man ein bisschen schlecht, unten geschlossen ist. Das ist einfach für die Optik. Braucht man nicht. Kann man aber mal so machen. Ja, was ich hier noch habe, sind zweimal die Verbindung, die quasi zu der Querstrebe oben führen. Das sind diese hier. Die werden dann später, wenn ich das montiere, alles einfach hier auf die Eckverbinder gesteckt und dann mit den Madenschrauben, die man hier sieht, fixiert. Hier oben drüber quer kommt dann eben die Querverbindung, die ich jetzt schon im Pickup verbaut habe. Ja, als nächstes kommt was Erfreuliches, weil heute ist das Paket für die mit den Schienen gekommen, mit den Schwerlastschienen, und die werde ich jetzt auspacken. Dazu stelle ich euch mal auf die Seite.
So, jetzt zeige ich mal, was ich bekommen habe. Zum einen habe ich hier die Schienen in der 20 cm Länge. Vollauszug, sprich, die fahren auch die kompletten 120 cm aus. Dann habe ich hier Winkelprofile zur Befestigung. Hier sieht man schon, habe ich mal zwei provisorisch hingemacht. Und noch Befestigungsmaterial, Schrauben und Motoren, um das Ganze eben an den Aluminiumprofilen zu befestigen. Ich werde es mal eins probehalber hinmachen und zeige euch das im Zeitraffer. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Also als erstes muss man diese L-Schienen, diese hier, an das Aluminiumprofil schrauben. Da sieht man die Schraube. Da habe ich im Prinzip einen Nudenstein hier reingemacht und dann von oben mit einer Schraube befestigt. Das sind 5er Löcher, also habe ich da 5er Schrauben verwendet. Das Ganze kommt hier vorne auch nochmal hin. Hier ist noch ein zweites, also zwei L-Profile. An das L-Profil wird dann der eigentliche Schwerlastauszug geschraubt. Und zwar kommt von außen eine Mutter hin und von innen sind im Prinzip so Versenkungen für eine Senkschraube. Und da wird die dann eingesetzt. Also eigentlich recht simpel. Ich habe zwei L-Profile. Da kommt von innen dran der Auszug dran. Jetzt zeige ich euch mal kurz den Auszug. Also den Auszug, den ich gekauft habe, ist ein Schwerlastauszug, der pro Paar 90 Kilo trägt, wenn ich es richtig weiß. Und der Vorteil von diesem hier ist, dass der eine Arretierung hat. Also der ist jetzt in der Endposition arretiert. Wenn ich den lösen will, muss ich runterdrücken und kann ihn rausziehen. So, bis er komplett draußen ist. Dann drücke ich, kurz bevor er ganz draußen ist, drücke ich nochmal drauf, ziehe das restliche Stück, lasse los und dann ist er fixiert. So, jetzt werde ich den vormontierten Auszug mal in den Pickup reinlegen. Seht ihr auch mal den Pickup, die Ladefläche. Also hier hinten habe ich die Querstrebe schon eingebaut und hier sieht man auch die Winkel, die ihr vielleicht im CAD schon gesehen habt. Hier oben die Schraube bzw. der Befestigungspunkt. Da war vor so eine Verzuröse, so wie hier. Befestigt. Das gleiche auf der anderen Seite. Da ich im Prinzip ein L-Profil genommen, genau auf die Länge gesägt und oben mit zwei M6er Schrauben befestigt im L-Profil und hinten mit einer M8er Schraube. Die Strebe hat einzig und allein die Aufgabe, dass wenn der Auszug komplett ausgefahren ist, wird es bestrebt sein, hinten nach oben zu kommen. Und dazu bekommt dann hier noch die Stütze rein, die ich euch vorher schon mal gezeigt habe, die einfach die Kraft abfängt. Und dafür ist das allemal fest genug. Damit es später nicht nach vorne verrutscht, werden wie im CAD schon gezeigt, hier noch Querstreben eingebracht, damit es nicht nach vorne kann und dass das Ganze hier auch nicht hin und her rutschen kann, rechts und links, hätte ich die Strebe länger machen können. Das hat aber jetzt nicht ganz gepasst, deswegen habe ich jetzt hier nochmal eine Strebe eingepasst, die quasi das Ganze hier verspannt. Dann bin ich in die Richtung safe, in die Richtung nach hinten bin ich sowieso auf Anschlag, nach vorne bin ich dann durch die
Streben, die hier reinkommen. Gut, und genau, das war's. Das ist hier das Ganze jetzt mal von hinten aus. So, das war's für heute. Nächstes Mal geht es wahrscheinlich weiter mit der Ausgestaltung von den Schubladen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal.